Hallo Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ja, leider muss ich euch erstmal sagen, hier beim Fußballmanager, ja, wir sind ja derzeit in der Saison wirklich super gut unterwegs, ist ja auch alles top, deswegen tut es eigentlich umso mehr weh, aber dieser Bug, der ja, immer häufiger kommt, dass einfach das Spiel ausgeht, es wird langsam ein bisschen nervig, weil ich habe das nochmal ausprobiert bei manchen Sachen, sobald ich dann irgendwie auf die Zentrale gehe oder sonst wo. Zack, geht das Spiel aus, gibt ein Problem und so weiter, bin dann in Windows drin, Spiel ist nicht gespeichert und das ist doch ganz schön nervig, gerade wenn es halt ein Managerspiel ist, ne? Wenn man da jetzt nicht großartig rumklicken muss oder sowas, dann wäre es überhaupt kein Thema. Aber da das Spiel ja doch ja schon viel mit dem Programm hat, weil man auch viele Funktionen nutzen muss, ist das doch ein bisschen hinderlich. Ich habe auch mal gegoogelt. Und habe da auch mal an EA geschrieben und die haben mir tatsächlich gesagt, dass sie daran noch arbeiten, weil wirklich ganz viele das Problem haben und dass wir mit unserer Saison sogar schon oder mit unserem Spielstand sogar schon relativ weit gekommen sind, da das Spiel dann irgendwann immer diesen Fehler macht und eigentlich auch bei fast jedem Spielstand. Also die haben tatsächlich gesagt, dass das noch gemacht werden soll. Ob das jetzt wirklich kommt, mal dahergestellt, weiß ich nicht. Ich hoffe es wirklich sehr, denn das Spiel macht mir wirklich irren Spaß. Und wir sind ja auch wirklich sehr erfolgreich unterwegs gewesen bis hierhin. Also wir hatten ja keine Probleme, spielen international, deutscher Meister und alles. Und wir werden auf jeden Fall, sobald es ein Patch gibt, sobald dieser Fehler weg ist, machen wir sofort weiter. Das verspreche ich euch jetzt schon mal und ja, bis dahin muss ich leider erstmal pausieren. Ich lasse es in der Übersicht drin, weil es wirklich nur pausiert ist, wenn es ein Patch gibt. Und ich hoffe auch, dass das dann mit dem Spielstand noch klappt. Ansonsten würde es mir auch irgendwie den Spaß nehmen. Dann geht es auch weiter. Also, wenn das Spiel repariert ist, wenn es da irgendwie was gibt zum Runterladen und dieser Bug behoben ist, machen wir hier weiter. Bis dahin pausiere ich das Let's Play erstmal. Ich sage schon mal herzlichen Dank und wirklich tut mir leid, dass das der Fall ist. Ich würde da wirklich sehr gerne weitermachen und ich bin da auch guter Dinge, dass wir da auch irgendwann dann weitermachen können und würde mich dann natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ja, also wir sehen uns dann in anderen Projekten. Danke fürs Zuschauen, danke für euer Verständnis und bis demnächst.